Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe von Die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Ja, ich habe letztens noch drüber gesprochen bei dem TKKG-Spiel von USM oder USM, wie auch immer man es nennen möchte, dass ich auch mal Bock hätte, diese Spiele zu machen. Ich mache mir das nochmal ein bisschen leiser hier tatsächlich. Und dann ist es soweit. Die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Ich habe voll Bock drauf, ich habe es mir direkt gekauft und werde jetzt mal gucken, wie das so im Vergleich ist. Ich kenne auch da noch die alten Computerspiele, da habe ich sogar letztens bei Mediamarkt die Box gesehen, der ersten drei Teile für ein Zwanni. Da ich aber nicht weiß, ob das auf meinem Windows 10 PC läuft, habe ich das erstmal stehen lassen. Ist aber mal eine Idee. Sind aber genauso alt wie die TKKG-Spiele. Fand ich damals auch geil. Klar, TKKG immer drüber von den Spielen her. Von den Hörspielen natürlich drei Fragezeichen geiler. Ja, und jetzt mal schauen, welches Spiel von USM geiler ist. Es soll das gleiche Spielprinzip sein. Und TKKG ist natürlich der neueste Teil von dieser Firma. Aber ich guck's mir mal an und spielen. Der Strand von Rocky Beach ist auch bei Joggern sehr beliebt. Peter, der Sportlichste der drei Fragezeichen, hat bereits seine beachtliche Strecke zurückgelegt. Strand, Vollmond. Ach, geil. Kein Mensch weit und breit. Sind die Originalstimmen. Romantik bis zum Abwinken. Schade, dass Kelly nicht hier ist. Was ist da auf der Insel los? Auf Anapamu wohnt doch keiner. Komisch. Vielleicht, wenn ich mit meinem Handy ranzoome. Da bewegt sich etwas im Nebel. Oh. Sieht aus wie eine Schlingpflanze. Oder Arme. Große Arme. Das gibt's doch nicht. Ein Krake. Ein riesiger Krake. Krake. Das glauben mir Justus und Bob nie. Geh schon ran, Just. Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich bin's, Peter. Du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe. Ein gigantischer Krake lauert vor Rocky Beach. Haha, geil. Es fühlt sich jetzt schon direkt an wie so eine Hörspielfolge davon. Oh Mann, voll gut, ey. Ich bin gespannt. Eine Riesenkrake vor Rocky Beach. Eine Laune der Natur oder eine Sinnestäuschung? Nachdem Peters Kollegen Justus und Bob nachts vergeblich mit ihm Ausschau gehalten haben, wollen sie ihr Glück bei Tageslicht versuchen. Ach, was hältst du von Peters Geschichte, Just? Du hast sein Foto vom mutmaßlichen Kraken gesehen, Bob. Ein qualitativ eher bescheidener Schnappschuss. Fest steht, irgendetwas war da auf der Insel. Sehr mysteriös, aber auch aufregend. Glaubst du, wir haben einen neuen Fall? Absolut. Lass uns das Terrain sondieren. Zunächst den Strand und, wenn möglich, die Insel gleich mit. Ich habe vorsorglich eine Akte angelegt. Bis Peter kommt, können wir uns umsehen. Okay. Da gucke ich doch direkt mal rein. Akte Riesenkrake, ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Fürs Protokoll der Stand der Dinge. Was liegt als nächstes an? Spurensicherung. Peter hat auf der Insel Anapamu einen Riesenkraken gesichtet. Beweis, ein Foto von zweifelhafter Qualität. Wir wollen dem Phänomen bei Tageslicht nachgehen und den Strand von Rocky Beach sowie die Insel untersuchen. Stranderkundungen. Bis Peter eintrifft, sehen wir uns ein wenig um. Ja, cool, machen wir das. Ja, damit noch einmal herzlich willkommen zu die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Das Fahrrad gehört zu der Sorte Schrott, bei der sogar Onkel Titus passen würde. Da sind doch noch gute Dinge dran hier. Der Schlauch ist noch intakt. Siehste? Nimm doch mit. Der Schlauch ist noch intakt. Hier denn nicht. Hier ist noch so ein sexy Stein, aber da geht auch nichts. Ja, leider, wie gesagt, immer noch keine Klicks. Vielleicht kriege ich das nochmal angezeigt. Hier ist nichts, was ich mit dem Fahrrad. Der Schlauch ist noch intakt. Ja, also den Schlauch. Der Schlauch ist ja. Intakt. Mann. Nee, hier ist nichts mehr. Vielleicht brauche ich den später noch. Dann ist das wieder wie bei TKKG, wo ich erst später das mitnehmen kann.
Was denn hier so an der Strandbar los? Ach stimmt ja, morgen steigt eine Strandparty. Komm zur Rocky Beach Party. Beach Party. Überraschungshighlight am Abend. Überraschungshighlight? Wenn damit eine coole Band gemeint wäre, hätte ich davon gehört. Okay. Okay. Oh, Telefon. Wenn die Fragezeichen blinken, erfährst du, was es Neues gibt oder wie die Jungs die Lage einschätzen. Justus? Bob? Tut mir leid, ich habe Kelly getroffen. Wir sind schon den Strand runter. Kommt ihr nach? Alles klar. Oh, ja, okay. Geht hier noch was? Nee, ne? Ja, komm. Oh, das ist aber... Das ist ja blendend. Ich kann kaum etwas erkennen. Puh, die Sonne hat es in sich. Ich sehe so gut wie nichts. Ja, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ach, was haben wir denn hier? Oh, da blinkt was. Bob, da seid ihr ja. Kelly hat mich gerade ihrer Freundin vorgestellt. Cynthia Knight. Was den Kraken... Ah, okay, jetzt sind wir auch wieder alle da. Schlagt mich, aber die beiden wissen Bescheid. Guck mal, das eine Fragezeichen war ausgegraut. Jetzt sind wir wieder alle drei zusammen. Das finde ich gut. Ja, wir reden mit den beiden. Hallo, wer ist denn bitte schön hier die gute linke Dame? Ich habe mal geholfen, einen gestrandeten Wal zu retten. Aber einen Riesenkraken. Dein Freund will sich nur lustig machen, Kelly. Ach, das ist Kelly. Und ich sind beide für den Tierschutz. Er hat mir die Aufnahme gleich am Abend gemailt. Wir müssen das Schicksal des Kraken publik machen. Hier hast du dein Handy zurück. Peter, ey. Naja, die Aufnahme ist wirklich nicht so toll. Hätte ich dir gleich zugetraut, Meister. Okay, wir haben das Handy. Jungs, wir brauchen Beweise. Hiermit beauftrage ich die drei Fragezeichen damit, herauszufinden, was es mit dem Riesenkraken auf sich hat. Ja, kein Ding, Mann. Justus, Peter und Bob sind Detektive und haben schon viele geheimnisvolle Fälle gelöst. Oh, das ist die gute Karte gewesen. Echt? Na schön, dann legt euch mal ins Zeug, Jungs. Kollegen, unser Fall ist nun offiziell. Okay. Wir sollten zusehen, dass wir auf die Insel kommen. Wie heißt es so schön? Carpe diem. Latein? Nutze den Tag. Jetzt, Just? Carpe diem heißt nutze den Tag. Und ja, siehst du? Wenn ich mal was sagen darf, weniger schwafeln, mehr umsehen. Okay, kann ich noch mehr mit denen reden? Wenn sich vor der Küste tatsächlich ein großer Krake verirrt hat, müssen wir dafür sorgen, dass ihm kein Leid geschieht. Ah, ich finde auch die Farben geil, ja. Ich meine, die drei Fragezeichen, wer die Cover kennt, weiß Bescheid. Ich finde sie super genial. Wenn sich vor der Küste tat, Ja. Okay. Was geht denn Nehmt hier? Nehmt meinetwegen, was ihr braucht, aber macht keine Schweinerei. Ja, Müll brauche ich nicht, aber das Radio vielleicht. Nein, dann aber bestimmt hier dieses Nagelfeilen-Set. Nee, ist auch wieder nur Kuffel, ey. Eine ausgeleierte Badehose. Die ist sogar Justus zu weit. Aber die Brille. Aha, die kann ich nämlich brauchen, um gleich in die Sonne gucken zu können. Was haben wir denn hier noch? Oh. Nix mehr, ey. Na schön, aber hier haben wir noch aber so ein Ding. Sehen macht Freude, ja? Kann ich damit jetzt vielleicht einfach im Müll rumwühlen? Nein, okay. Nein, okay, das wollte ich gar nicht. Aber was ich will, ist, dass wir gegen die Sonne einsetzen. Tada! Ach schön, ich kann mir nur diesen Bildausschnitt anschauen, aber ich nehme den Hammer direkt mal mit. Ist ja klar. Kann ich die Brille noch woanders für einsetzen? Ah, okay, für verschiedene Bereiche mal wieder. Alles klar, was haben wir hier? Ein Turnier? Schon gut, Kollegen. Unser Fall geht vor. Voll der Gammel. Okay, also heute Abend bei diesem Fest, da scheint einiges zu gehen. Ich würde gerne noch gucken, was hier so ist. Eine Sandburg. Matsch. Baumaterial und Dämmstoff für Sandburgen. Aber nur mit den Händen schlecht zu transportieren. Ja, Freunde, aber hier ist auch noch die... Matsch. Okay, aber das ist ja doof jetzt auch.
Okay. Der Schlauch ist noch intakt. Ja, okay, alles klar. Was ist denn, wenn ich auf diesen... Ah, ich will gar nicht zum Hauptmenü. Okay. Was wollt ihr denn jetzt von mir, ist die große Frage. Hier muss noch mehr gehen. Nee, das hatte ich ja schon, ne? Auch wenn das Foto komisch aussieht. Ich weiß genau, was ich gesehen habe. Ist okay. Alles klar, aber was wollt ihr denn jetzt? Ach was, was haben wir hier denn noch alles? Da ist was. Sieht aus wie eine Plane. Mit bloßen Händen lässt sie sich nicht greifen. Aber ich hab das Ding hier. Tada, ein Schlauchboot. Das ist doch ein Schlauchboot. Oder was meinst du, Zweiter? Ganz schön ramponiert. Wir müssten es näher untersuchen. Just? Lasst uns in Sichtweite der Insel ein Trockendock einrichten. Dort können wir das Boot begutachten und seetüchtig machen. Okay, ich muss ein Trockendock einrichten. Wenn sich vor der Küste tatsächlich... Ja. Die Ebbe lässt uns Zeit, die Bucht zu isolieren. Wir brauchen dafür weitere Steine, wie die beiden außen. Ich wusste es, dass sie... Wenn uns die Flut überrascht, spült sie das Boot einfach fort. Ja. Ich wusste, dass ich die Steine sammeln muss, weil die so auffällig hier überall waren. Wie viele brauche ich denn? 20. Für unseren Staudamm. Hier ist alles voller Steine. Also es ist tatsächlich wie bei TKKG. Wer das noch nicht gesehen hat, also wer jetzt hier wegen drei Fragezeichen hergekommen ist, schaut euch doch auch noch gerne meinen TKKG-Let's Play an von die Feuerprobe. Und wer Bock hat, kann sich auch noch das Good Old TKKG 5 angucken. Da spiele ich das alte Tivola-Spiel TKKG 5 Verrat an TKKG auch hier zu finden. So, was haben wir denn hier noch? Keine Steine mehr. Aber hier gibt es natürlich noch Steinchen. Da ist noch einer. Ach, guck mal, jetzt ist runter. Ein Turnier? Ach, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein schönes Detail, dass das jetzt gleich runtergerutscht ist, ja. Es ist ja sehr einfach gehalten. Kann ich jetzt noch mehr mitnehmen? Nein, okay. Aber hier liegt ja auch noch einer. So, und jetzt ist hier ja auch noch ganz viel Zeug. Oh. Da ist noch einer. Hier. Hey, scheiße, Mann. Ich brauche noch 8 Stück. 7, aber... Woher nehmen? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, hier, das ist... Ich dachte, vielleicht da hinten würde es dann noch anders aussehen, aber tut es nicht. War hier jetzt noch was und ich habe es einfach nicht gesehen. Nö. Aber bestimmt ist hier noch mehr. Da ist schon mal einer, den habe ich verpasst. Kann hier ich vielleicht. Mal meine Greifzange wieder haben? Ja. Bitte. Schön zu sehen, dass auf euch Verlass ist. Ja, red nicht so mit mir. Ist hier noch ein Stein drin? Scheinbar nicht. 6 Steine noch. Kann ich die eigentlich als auch... Als kleines Kind habe ich Papierboote gebastelt und sie an den Strand gelegt. Die Flut trug sie dann aufs Meer hinaus. Oh, ich mag Bobs Stimme sehr gerne. Die ist als kleines Kind habe ich extrem entspannend. Sag mal, Leute, hier, wo sind denn hier... Da ist noch einer auf jeden Fall. Aber 5 Stück fehlen mir noch. 5 Steine. Wo sollen die denn noch rumsitzen? Kann doch nicht euer Ernst sein. Hier ist nur noch Müll. Also wie gesagt, die beiden Steine hier vorne kann ich nicht nehmen. Wenn sich vor der Küste tatsächlich ja, ein großer... Will ich gar nicht hören. Habe ich jetzt schon 1000 Mal gehört von dir. Ach guck, das ist auch noch einer. Da ist noch einer. Jetzt habe ich einen Lauf hier. Puh, die Sonne hat es in sich. Ich sehe... Ich werde wieder hier unten sitzen, ne? Hier ist wieder nichts los. Okay. Mir tränen die Augen vor Helligkeit.
Nicht, dass mir eine Kontaktlinse... Kontaktlinse hin oder her, hier ist doch bestimmt noch was los. Matsch, Baumaterial... Ich will Hammer einfach drauf rumklöppeln? Nein, kann ich nicht. Nee, hier ist auch nichts. Drei Steine brauche ich noch. Drei Steine. Also ich weiß noch, währenddessen kann ich ja mal, während ich die Suche, ein bisschen über die drei Fragezeichen schnacken. Ich weiß tatsächlich sogar noch, welche meine allererste Folge war, die ich jemals gehört habe. Da war ich nämlich selber noch ein Kind. Das müsste nämlich... da ist doch ein Dings. Das müsste tatsächlich Folge 5 gewesen sein. Ich glaube, der Rote Rubin oder sowas. Die hatte nämlich mein Vater noch auf Kassette. Und die hat er mir gegeben. Und die habe ich dann gehört. Da hatte ich auch nur die lose Kassette, ohne Hülle, ohne irgendwas. Das ist noch so eine ganz alte gewesen. So eine gelbe Kassette war das sogar. Also Musikkassette, sagt man, MC. Ey, ich flippe hier schon wieder aus, ne? Ich find's schon wieder nicht. Anapamu liegt gut eine Meile vor der Küste. Ja, Anapamu, Alter. Anapamu am Mors. Ich will jetzt die Steine haben. Nein, also das war halt die Folge und das fand ich irgendwie immer so cool. Ach, das ist noch ein Stein. Dein Ernst? Okay. Fand ich halt immer total cool, aber ich hab da irgendwie nie wirklich viel... Kontakt dann wirklich zu gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hab dann irgendwann mal, glaube ich, ich habe sie aber, glaube ich, nie gelesen. Die, ich glaube, das war so eine Trilogie. Die drei Fragezeichen und die Toteninsel müsste Folge 100 gewesen sein. Und das waren halt auch die Bücher. Habe ich aber tatsächlich damals nicht gelesen. Ich habe es nur irgendwie geschenkt bekommen, hatte dann aber keinen Bock dazu. Und dann bin ich da nie zu gekommen. Kann ich aber mal gucken, ob ich die noch irgendwo rumflattern habe. Das weiß ich allerdings nicht. Ist hier nicht noch irgendwo vielleicht noch ein Stein drin? Nee. Wenn sich vor der Küste tatsächlich ein großer Krake ver... Jetzt wird's aber spannend. Ey, zwei dumme Steine noch. Und ich finde sie nicht. Das ist ein Trauerspiel, ist das doch. Puh. Wo sind die denn, Mensch? Wo sind denn nur die letzten zwei? Was ist das denn? Ach, das war noch einer? Willst du mich veräppeln oder was? Was zum Teufel? Dann ist hier bestimmt auch noch was. Überraschungshighlight. Genau, und dann habe ich irgendwann da, ich weiß gar nicht, welche Folgen ich dann gehört habe. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich das Hexenhandy, das müsste Folge 101 oder 102, 103 oder so gewesen sein, das habe ich damals gehört, weil meine Eltern mir das irgendwie mal geschenkt haben, die Kassette. Und also war auch eine Kassette und ich fand's mega gruselig damals, weil ich dieses Hexenlachen so fies fand. Ist noch intakt. Und, hab's dann öfter mal gehört und hab mich sehr gegruselt und konnte lange Zeit diese Folge nicht hören, weil ich da so Schiss vor hatte. Inzwischen ist das natürlich Pillepalle. Aber, also man muss sagen, manche drei Fragezeichen-Folgen haben es schon ein bisschen in sich, auf jeden Fall. Gucken wir nochmal hier, kann doch nicht wahr sein, es fehlt nur noch ein tummeliger Stein hier, ey. Ja, und dann habe ich, ich weiß gar nicht, dann habe ich halt angefangen, die immer mal so zwischendurch zu hören, und zwar völlig unsortiert und durcheinander. Ach, das ist doch jetzt deprimierend. Ein Stein fehlt nur noch. Matsch, Baumaterial. Jetzt erzähl er mir wieder von Matsch, ey. Ja, das ist halt so ein bisschen meine Geschichte. Und ich habe natürlich halt damals die Spiele so ein bisschen gespielt. Unter anderem halt der geheimnisvolle Magier, glaube ich, war der erste Teil von dieser Spielereihe. Damals, ich weiß gar nicht, von wem das herausgegeben wurde. War aber irgendwie immer ganz nett. Guck mal, Leute, so viele Möglichkeiten habe ich doch hier gar nicht, dass das so schwer ist, den jetzt zu finden. Ich habe ja bald jeden Fleck dieses Spiels hier einfach angegrabbelt. Die habe ich aber nie so viel gespielt, diese Spiele. Ich habe damals den, ich glaube, Gefahr im Internet oder so, habe ich, glaube ich, sogar durchgespielt. Habe ich nämlich damals, wie alles andere auch, von der Bücherei ausgeliehen.
Da habe ich auch die TKKG-Spiele immer ausgeliehen. Leute, muss ich den erst im Wasser, aus dem Wasser poolen oder was? Kann ich da schon Steine hinlegen eigentlich? Als kleines Kind. Nee, ist noch nicht so weit. Wie triggert mich dieser Apfel? Ich will den haben. Dann habe ich noch ein paar andere Spiele gespielt von den drei Fragezeichen. Ich weiß aber nicht mehr welche. Hab aber definitiv Bock, das mal wieder zu machen. Ich klicke jetzt wieder wie behindert alles an hier. Aber es hilft mir nichts. Es hilft ja alles nichts. Ich komme nicht voran. Ein verfluchter Stein fehlt mir noch. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt habe ich mich hier schon wieder um Kopf und Kragen gesabbelt. Gebracht hat's keinem was. Puh, die Sonne hat es in sich. Schwierig ist es. Leute, wir machen es wahrscheinlich so wie jedes Mal. Ich beende mich für diesen Part und verabschiede. Nein, ich verabschiede mich für diesen Part und beende das Ganze hier und werde den Stein offscreen suchen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das war eine schöne kleine Einführung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wir sehen uns, beziehungsweise ihr hört mich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Ahoi.